Jo, willkommen zurück zum zweiten Spieltag. Hier haben wir ein kurzes Update und zwar habe ich Bapo ausgeliehen an Moichavitz. Zelotti habe ich verkauft. Warum der hier nicht drin ist, weiß ich nicht. Vielleicht weil er nicht mehr im Team ist. Ja. Irgendjemand hatte ich noch verkauft. Weiß ich, wo man nichts so sieht hier. Na hier vielleicht. Chalupa. Ah hier. Hier ausgeliehen. Bapo. Pertl. Ah ja, den Pertl habe ich abgegeben. Für 4,1 Mille. Ist doch nicht ganz gut, ne? Oh, guck mal, Pascal Groß. Klappbare Alter. Ach ja, der Kraft, der Torwart, den hatte ich nur abgegeben. Viel zu viel Torhüter, deswegen dachte ich, wäre am besten, wenn ich da ein bisschen ausdünne. Kerle. Ja, das war zu den Transfers. Da wird sie auch noch was tun. Aber jetzt einiges an Geld wieder. Was wollen die jetzt? Hier ist auch jetzt gerade was. Also ja, das war das. Habe ich schon erledigt, Kollege. Ja. Ich habe jetzt 14 Mille Transferbudget und Gehaltsbudget 1,2. Versuche jetzt noch, hatte ich eine Anfrage gestellt. Ist Defensive noch irgendwas zu bekommen? Hier Stewart habe ich eine Anfrage gestellt. Und Van de Beek. Van de Beek wäre natürlich super. Guck mal, ob das realisierbar ist für VfL Bochum. Auf jeden Fall hat man dann aber was getan. Ja, das erste Spiel war knapp, sag ich mal. Wenn die Ecke nicht gewesen wäre, hätte das Spiel wohl 0-0 ausgegangen. Wäre das Spiel 0-0 ausgegangen. So hatten wir ein bisschen Glück in manchen Situationen. Egal, der Sieg zählt. Was anderes nicht. Gucken wir mal. Das würde gehen. Ah, schade. Van de Beek ist leider gescheitert. Ah, schade. Hätte ich auch alles reinstecken müssen in den Typen. Schade, aber Stuart, das wäre auch ganz gut. Oh, sogar Hertha aus der ersten Liga ist an den dran. Ich finde, die Bedingungen sind auch in Ordnung. Ja, machen wir. Machen wir so. Haben wir noch jemanden fürs DMF? Nämlich hat mir nämlich nicht so gut gefallen, was wenn er dich da spielen lassen. Wer war das denn? Lucila gefiel mir nicht so gut. Weiß nicht warum. Vielleicht doch mal auf Tesche gehen oder so. Ich habe nur die beiden, die da diese DMF-Position ausfüllen könnten. Das ist ein bisschen mager. Deswegen dachte ich, hole ich mir jetzt noch einen DMF. Bisschen Stabilität reinkriegen da hinten. Weil es wird teilweise echt wackelig. Man hat echt gemerkt, dass der Teamgeist nicht so toll ist, ne? Ja. Naja, was will man machen? Das ist PES. War echt. Naja, was heißt das ist PES? War echt schwierig, ey. Echt schwierig, das Spiel. So, jetzt geht's gegen Erzgebirge Auge. Viel Spaß.
Alter Schwede, ey. Alter Schwede, immer diese langen Dinger, die da durchgehen. Thank you.
Ja, das Spiel konnte man mal voll vergessen. Da lief überhaupt gar nichts zusammen. Boah, echt schlimm, das Spiel. Naja, war jetzt ein Ausrutscher vielleicht. Abwarten. Auf jeden Fall, naja, lief überhaupt gar nichts. Jeder Schuss in der zweiten Hälfte von Aue, der war einfach nur gefährlich oder drin. Du machst halt nichts. Oft für Monsterschüsse, die auf einmal hatten, ey. Naja. Man merkt halt echt dieses Teamgeist-Ding. Hätte nicht gesagt, dass das so krass ist. Warum auch, ey? Naja. Schade. Sind wir erstmal auf dem Abstiegsplatz fast, ey. Okay, diese Liga 22 Teams, okay. Genau, werden. Hansa Rostock erste. Aue hat jetzt auch. Okay. Er war total schwierig. Die waren so eng da hinten. Man hat echt kaum Kurzpassmöglichkeiten gehabt. Flanken kam auch nicht durch. Verlierst halt. Zum Schluss ist dann noch Sacklam ausgerastet mit der gelben Karte. Naja, abhaken. Nächstes Spiel wird kommen. Und schon bald. Danke fürs Reinschauen und bis demnächst. Kack Game.